Wir stehen hier vor der Installation Bubbles aus dem Jahre 2000 von Wolfgang Münch und Kiyoshi Furukawa. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen dem Institut für Bildmedien und dem Institut für Musik und Akustik. Ich stehe hier in einem Lichtkegel, in einer Projektion, und wir sehen hier an diese Wand geworfen, wird eine weiße Fläche und darauf bewegen sich Seifenblasen. Diese Blasen oder Bubbles unterliegen einigermaßen den Gesetzen der Schwerkraft, also sie fliegen immer von oben nach unten und manchmal gibt es so eine Art Windstoß, dann bewegen sie sich leicht auf dieser Fläche. Das Besondere an dieser Arbeit ist jetzt, dass ich hier eingreifen kann in das Geschehen. Ich kann mit meinem Schatten die Seifenblasen, die sich hier in dem Bild bewegen, steuern. Also ich kann hier in das Geschehen eingreifen und zusätzlich zu der visuellen Ebene hört man auch, dass jeweils noch ein Ton erklingt, wenn ich die Seifenblase anstoße. Also es gibt zum einen so eine grundierende Musik, die die Arbeit sozusagen begleitet, und man hat noch eine auditive Unterstützung, wenn man die Seifenblasen berührt, erklingt jeweils noch ein Ton. Also die auditive Dimension ist hier nicht das tragende Element der Installation, aber es hat doch eine wichtige begleitende Funktion.